Hey, willkommen zurück zu Let's Play Dishonor. Hier, ich bin euer Talos. Na gut, Äffeldrache 1-1 anzubauen. Egal, nennt mich einfach Talos. Ah Gott, das nervt schon ein bisschen, oder? Gut, weiter geht's. Rückkehr zum Tower. Kannst du mir so vor der Lake, was gerade wird. Ja, ich habe nächstes Jahr fast eine Woche nicht aufgenommen. Weil ich gewartet habe, ob vielleicht mal ein Kommentar kommt. Ich hoffe, ihr habt's mitbekommen, dass ich gesagt habe, dass ich eine Woche fast nicht aufgenommen habe, weil ich auf den Kommentar gewartet habe. Aber ist jetzt egal. Ich mach mal ein bisschen leiser für mich. Weil sonst dröhnt es mir die Ohren weg. Das tut es gerade immer noch. Nein, eigentlich nicht. Es ist einfach nur, dass es ein bisschen laggt, das nervt. Ich habe das jetzt nicht nachgespielt. Und ich zeige das dann, wenn überhaupt, in einem Sonderpart. Und ich sollte mal vielleicht zur Story weitermachen gehen, damit ich dieses Video relativ schnell machen kann. Moment, gibt es ein neues Herz? Weil für meine Taktik brauche ich noch... Ah, da ist eine Runde. Gibt es ein neues Herz? Ich will ein neues Herz haben. Gibt es was Schönes zu klutzen? Oh, schade. Okay. Hallo, Lydia. Okay. Für meine Taktik brauche ich nämlich 8. Also, ich muss am Ende 8 davon haben. Damit ich mir die Zeit verschnellern lassen kann. Hm? Yay. Anonyme Notiz. Wer immer sie auch sind, ich muss ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde, jedenfalls wir Boyle-Schwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben sie mir einen Gefallen getan. Also verdienen sie auch eine Belohnung. Ich habe das hier vor einigen meiner verschwiegenen Diener zu ihren eigenen Diener befördern lassen. Mögen sie unsere Wege nie wieder kreuzen. Ja, die Boyle sind korrupt und gemein und blöd und so. Aber sie respektieren es, dass man ihre Schwester nicht umgebracht hat, was das? Okay. Corvo, vielen Dank, dass Sie mir einen lebenden Bein. Okay, Corvo, vielen Dank, dass Sie mir einen lebenden Bein organisiert haben. Wann habe ich denn einen lebenden Bein organisiert? Hä? Ein unschätzbarer wertvoller Fund für meinen alten Freund an der Akademie für Philosophie, weil lebende Exemplare nur sehr schwer aufzutreiben sind. Sie können sich sicher sein, dass meine Kollegen die Situation so menschenwürdig wie nur möglich haben. Oh, ich hab voll. Wer war Piero nochmal? Jetzt ernsthaft, ich weiß nicht, wer Piero ist. Ist das der da unten gewesen? Aua! Jetzt ganz im Ernst, ich habe echt vergessen, ist das hier Piero? 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 Ja. Geld. Hey. Soll ich etwas für Sie konstruieren? Ich kann alles herstellen. Das ist dann praktisch aber egal. Lass mal sehen. Ich habe mal wieder ein bisschen Kohle. Lass mal sehen. Brauche ich nicht. Nein. Corvus Pistolenverbesserung. Okay. Ach komm, wir haben so viel Kohle. Auf die nächste Mission könnte ich... Das ist doch dann doch gut gebrauchen, weil ich habe mir nämlich die Idee beschlossen. Ich zeige euch einfach mal in noch zwei Missionen, wie man den schnellsten Weg macht, ohne jemanden zu töten. Und sagen wir es mal so, das wird so gesagt ein Speedrun. Also ich zeige euch den Weg, wie ihr mit wenigsten Problemen hier langkommt.
Hab ich so viel getrunken? Was? Geschafft. Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt. Eine Edelfrau dazu. Doch Boy war eine Schlange. Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid mit ihr. Also, ich habe gehört, dass Sie für meinen Namen auf spektakuläre und für Sie riskante Art und Weise gekämpft haben. Dafür danke ich Ihnen. Dieser kleine Gegenstand hier hilft meiner Familie seit vielen Generationen. Aber Ihnen nützt er sicher noch mehr. Hier, bitte. Eine lange Nacht, Corvo. Aber sie ist nicht vorbei. Havelock und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für Sie. Und würden Sie gerne sehen? In Havelocks Quartier über der Bar. Du bist ein Arschloch. Achtung, Bürger von Dunn. Aber das ist ein Grund, warum ich die Mission gemacht habe. Ich brauche diese Dinger. Wenn ich die letzte Mission nochmal gemacht hätte, hätte ich auch noch so 1, 2, 3 oder so bekommen. Aber sagen wir mal so, ein kleines Problem muss ja auch noch existieren, weil ganz ehrlich, wenn man weiß, wie man es machen muss, ist dieses Spiel wirklich sehr schnell durch. Hallo, Callista. Callista, mein... Ihr könnt mich jetzt verurteilen für das, wie ich das hier spiele. Aber ganz ehrlich. Dieses Projekt war eigentlich nur so da, finde so eine kleine Überbrückung, damit für die Zeit, wo ich Dragon Quest 5 nachspiele, hat sich eigentlich dann ein bisschen nach hinten gestreckt, weil, ist ja egal. Auf jeden Fall versuche ich das jetzt so schnell wie möglich wieder fertig zu bekommen, damit Dragon Quest 5 weitergeht. Aber natürlich werde ich noch ein paar Dinge... Tür zu. Natürlich werde ich aber auch normal weitermachen. Okay. Corvo, es ist soweit. Ich trinke was. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Der Lordregent ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lordregenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunmore Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Pierrot hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel Sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit Ihnen gehen. Ja, das tun sie. Die ganzen Hoffnungen. Ein anderer schieben. Na egal. Und mal sozusagen. Ist es ich hoffe, Sie haben die Gastfreundschaft der Boyles genossen. Wo müssen wir hin? War mal unzerstörbare Tür. Meine Tür kaputt machen? Ich habe noch nie eine Tür kaputt gemacht, wo ich jetzt drüber nachdenke. Ah, Waverly. Eine tragische Geschichte. Okay, die nächste Mission wird, wenn ich bei einer bestimmten Stelle bin, sehr kurz sein. Also, damit ihr es wisst, ich werde euch in der nächsten Mission kann ich euch noch einen sehr schnellen Weg zeigen. Es ist zwar nicht der perfekte Weg, und man kann es auch sehr viel eleganter und alles machen, aber Gottes Wille, wenn man es machen will. Ich mag den Weg, der ist witzig. Er war auch total bescheuert. Ihr werdet sehen, es ist... Nein, ihr werdet es gleich sehen. Bereit, den Lordregenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Okay, let's do it. Auf zum Dunmore Tower! Gib mir meine Maske. Die Maske! Okay. Sagen wir es mal so. Ich werde in diesem Video... in dieser Mission werdet ihr, so gesagt, einen kleinen Cheatweg sehen. Da wären wir, Corvo.
Ihre letzten Erinnerungen an nicht den Tower sondern Chief. Ein vielleicht machen Sie jetzt mit, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Das Wichtigste ist, den Lordregenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Kongo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Ja, das ist es. Bereit? Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lordregent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Okay. Es gibt hier zwei Wege, wie man anfangen kann. Man kann da hochschwimmen, was auch ein guter Weg ist, aber... Ich versuche ja hier in diesem Display auch mir selber ein paar neue Sachen zu zeigen. Also probieren wir es mal hier lang. Ja, ich tue auch in diesem Display Sachen, die ich noch nie getan habe. Ich bin nämlich sonst immer da lang da hochgeschwommen und hab nie was anderes probiert. Jetzt mach ich's. Schauen wir mal sehen, wie weit ich komme. Ob es vielleicht irgendeinen Weg gibt? Sieht ja nicht so aus. Also, ihr könntet das Strecken des Videos sehen, aber... Was? Ich kann es schon... Okay. Vielleicht gibt es ja hier einen Weg. Oder eine unsichtbare Blockade. Sagen wir es mal so. Das hier wird noch ein relativ wichtiger Ort für uns sein. Gibt es irgendwie unterirdischen Gang? Nö. Um auf eine Sache hinzuweisen. Wir tragen seit Anfang des Spiels an diese gleiche Klamotten. Mit dem ich sogar schwimme und kämpfe. Das heißt, diese Klamotten sind total verranzt. Ich schlafe in den Klamotten sogar. Ich bin jetzt nicht der, sagen wir mal, der ordentlichste oder sauberste mit den Klamotten her. Also, ich wasche die jetzt nicht jeden Tag so fünfmal so oder so. Aber es gibt wirklich Grenzen. Und, ja, es könnte natürlich kommen mit, ja, in Videospielen ist das nun mal so, und so. Wenn sich überhaupt mal Leute in meinen Videos kommentieren. Aber, ganz ehrlich. Die hätten mir wenigstens, nachdem ich, aus dem Gefängnis gekommen bin, wenigstens einen anderen Klamotten geben können. Oder bin ich der Einzige, der das auch, dem das auch gefallen ist? Und irgendwie funktioniert. Oh, fuck. Ich weiß nicht, ob das genug Ratten sind, dass sie mich angreifen, aber ich will es gerne herausfinden. Bam. Wie kann man hier nochmal weg? Oh, war hier nicht vor. War das jetzt? Ach ja. Kannst du nicht? Ey, kommt die Ratten, ihr tut mir doch nichts, oder? Okay. Da muss ich hin. So. Was ist denn das? Oh. Nochmal Fuck. Und eine ziemlich verranzte Leiche. Nö. Nö. Mit dir. Du verranzte Leiche mit Arm gehabt. Nö. Uah. Gerade getötete Leichen, okay, aber keine verranzte, bitte. Okay. Dann wollen wir da mal hoch. Okay.
So, das wär's. Und wir haben einen neuen Knochen. Falsch, Taste. Wir haben ein neues Knochenartefakt. Mal gucken, was haben wir denn neu? Gesunder Appetit, anhaltender Zorn, Wasser des Lebens, verstärkter Bolzen. Das ist ja totaler Schrott. Warum sollte ich mich von Beine angreifen lassen, nur um ein bisschen Mana zurückzubekommen? Hä? Und das mit Bolzen, okay, das wäre praktisch, wenn ich töten würde, aber das tue ich ja nicht. Aber das tue ich ja nicht. Okay. Quick Save. Angestellte des Dunwall Towers. Alle Neuzugänge haben sich sofort beim Offizier vom Dienst zu melden. Nacht die Nacht. Okay. Ja, nochmal ein Fisch. Okay. Sollen wir mal was ausprobieren? Komme ich von hier aus da hinten? Ja, nicht mehr an. Da drüber komme ich auch nicht. Dazu komme ich leider nicht. Okay, das bedeutet Sniper Action. Die benutze ich nochmal. Falsche Taste. Und Schlaf. Krasse. Okay. Jetzt dort rüber. Und das da raus. Und Quick Save. Das Öl muss aufgebaut sein. Angestellte des Dunwall Towers. Bleiben Sie auf Ihren Posten, bis Sie weitere Befehle erhalten. Wow, wow. Verdammt, Mist. Okay, ich hab was falsch gemacht. Was? Ach so, das war's. Das wäre der sicherere Weg. Okay, muss ich da rüber? So. Wie gesagt, ich zeig euch einen kleinen Cheap-Weg. Und jetzt fängt's an, deswegen ich gesagt habe, dass dieser Weg nicht wirklich für jeden zu empfehlen ist, der das Spiel richtig spielen will. Das lief jetzt nicht gut. Das probieren wir gleich nochmal, weil ich weiß, dass das geht. Ich habe so einen schon selbst schon dutzend, das habe ich schon selbst schon mal gemacht. Okay, ich muss da nur um drauf landen. So. Und jetzt? In einen dieser Fische rein. Hier durch. Raus. Heilen. Oh, toter Fisch. Jo. Damit haben wir die Mission eigentlich schon zur Hälfte geschafft und ich mach mal kurz für mich Licht an, weil ich hab's nicht gesehen. Okay. Weiter geht's. Quick Save. Ja, ich brauche für dieses Level, glaube ich, nur ca. 4-5 Quick Saves.
Und die Mission aber auch gleich. Wow. Was für ein Geschrei. Bei mir ist es gerade so unglaublich leise. Am Arsch. Okay. So, und los geht's. Jetzt da hoch. Hoch. Das Gelände ist sicher, Lord Regent. Das kann ich nicht sehen. Ich werde nach unten in mein Schlafzimmer gehen. Verzeihen Sie, es wäre wohl am besten, wenn Sie in Ihrem Schutzraum aufwachen. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich vertraue darauf, dass Sie und Ihre Männer den Power abzeichnen können. Und kommen Sie nach Ihren Runden zu mir. Gibt es da noch einen Weg? Ja, wie Sie wünschen, Lord Regent. Wollen wir doch gleich noch was sehen. Sichern Sie diesen Bereich und aktivieren Sie den Alarm, wenn es Ärger gibt. Ja. Wow. Okay, weiter geht's. Meine Familie war mal wieder dran, mich zu nerven. Außenbereich des Doom. Nein, ich will nicht in den Außenbereich des Dunwall Towers. Verflucht, wo war denn der Schlüssel hierzu? Verdammt. Ach ja, ich bin da ganz. Verdammt. Sollen Sie uns heute Abend ein Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. Verdammt, wie bin ich hier reingekommen nochmal? Wie sah das nochmal? Gab's den Schlüssel in den Gemächern von dem? Ja, ja. Ja, an sowas ähnliches kann ich mich erinnern, dass irgendwas in den Gemächern war. Allerdings sieht das hier nicht aus wie die Gemächer. Ja, ja. Wow, wow! Hier läuft gerade echt gar nichts nach Plan. Ich lade mal. Besser. Verdammt. Irgendwie lief das gerade sehr unplanmäßig. Falscher Zauber. Das Gelände ist sicher, Lord Regent. Ich komme mit Jordan im Not nachzusehen. Ich werde nach unten in mein Schlafzimmer gehen. Verzeihung, Sir. Ich kann mich hier nochmal rein. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche heute den Kopf in meines Sie vielleicht. Ich bin gerade irgendwie sehr verwirrt. Wie Sie wünschen, Lord Regent. Holy. Dieser Kerl ist wirklich sehr eitel. Okay, das könnte vielleicht doch ein bisschen länger dauern. Überlegen. Ich brauche irgendwo eine Ratte. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. Bin ich so weit, dass ich Menschen übernehme? Natürlich kann ich das.
Hey, du siehst schlecht aus. Was gesehen? Okay. Ich war jetzt kurzzeitig ein bisschen leise. Scheibenkleister. Hier läuft gerade überhaupt nichts, wie es sein soll. Da bist du ja! Okay, nochmal neu laden. Ich habe euch gezeigt, wie man locker in den Dunval Tower reinkommt, aber jetzt komme ich nicht mehr weiter. Mit meinem Latein. Dunwall, nicht Dunval. Zeitlupe, das an. Ah, ständig schon. Ich versuche immer noch was rauszufinden. Ja. Wollen wir. Geht mir mal aus dem Weg. Ich will nur was rausfinden. Geht mir aus dem Weg. Ja, ja, geht mir einfach aus dem Weg. Du da. Um dich geht's gerade um in meiner Idee. Ich meine über meine Überlegung. Es geht wirklich nur um die Idee. Und ihr seht, wahrscheinlich das einzige, erste und einzige Mal, dass ich mal wirklich kämpfe. Dass das eigentlich nicht geplant, so richtig geplant ist. Und total improvisiert, auch überhaupt total schlecht. Jetzt sind alle tot. Ja, ja, wir reden. Kann sein, dass ich dumm bin? Es ist alles wie geplant. Alles wie geplant. Am Arsch. Scheiße. Wieso läuft das jetzt nicht gerade? Es läuft alles nicht so, wie es geplant war. Als Vogel. Ich hätte gerne einen Vogel. Oh, warte mal, den habe ich ja schon. Tschüss. Wenn ich dort oben hinkäme, kann ich vielleicht auch sein. Oh, ja, stimmt ja, stimmt ja. So habe ich das gemacht. Zurück zum Anfang. Na Gott, ich bin total bescheuert. Warte, Wille, ich sag noch. Ja, die Mission ist nicht schwer. Ich weiß sie auswendig. Ich bin total der Genie. Oh, yeah. Und was passiert?
Ich bin so dämlich, ich vergesse sogar meinen eigenen Plan. Der ja noch nicht mal so kompliziert ist. Wow. Falsche Reihenfolge! Diese Zeitlupe nutzen, wenn man da ist. Die Leute reagieren sowieso erst dann auf einen. Relativ spät auf einen. Aber wenn man da oben ist, sowieso kaum. Das Gelände ist sicher, Lord Regent. Ich komme sofort, um den Notwagen zu sehen. Ich werde so. Und damit man mich nicht selbst stellt, der Puser oder so nennt, mache ich es auch so. So. Lalalala. So. Wir haben die Mission jetzt so gut wie geschafft. Nicht mal ein Scherz. Ab jetzt ist es wirklich ein Kinderkram. War da jemand? Achso, du bist. Hallo. Hallo. Bitte, tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lordregenten töten, nicht wahr? Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lordregenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg. Okay. Alles okay. Mir geht's gut. Ich werde nach diesem Video bloß kleine Katzenbabys den Kopf abbeißen und ihren Rest des Körpers in einer Pfanne legen und sie braten. Ja. Das war ein Scherz für die Leute, die mich jetzt für total krank halten. Ich tue Katzenbabys nichts. Ich mag Katzen. Genauso wie ich Hunde mag. Hunde mehr, aber Katzen auch. Eigentlich kann man so sagen, ich bin tierlieb, ich mag Tiere. Und das war eine merkwürdige Animation dafür, dass ich eigentlich mich nur hinteleportiert habe. Ja, jetzt habe ich keine Lust zu laufen. Komm, das geht. Das geht. Ich finde es cool, wenn man so teleportiert oder Zeitlupe macht. Das finde ich total cool. Netter Effekt, aber da hätten wir auch mehr reinmachen können. Und ja, ich muss mir das nicht aufschreiben. Das kann ich mir merken. 935. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lordregenten. Aber ich konnte über seine Schulter und konnte mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Bullseye. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erleben. Viel Erfolg. Ja, ja. Das ist übrigens der nicht tödliche Weg. Das steht auch. Und das müsst jetzt der das müsste jetzt wirklich der leichte Teil des Levels sein.
Wieso habe ich den Schlüssel nicht? Jetzt ganz ehrlich. Ich habe den Schlüssel des Lordsregenten nicht. Woher hatte ich ihn dann? So. Schnell mal eingegeben. 9, 3, 5. Kaiser sich Meister spielen. Wir hatten eine Abmachung und ich hatte bereits weiterführende Pläne gemacht. Der kaiserliche Schutzherr war kein Teil der Abmachung. Sie haben mir versichert, dass sie und das Mädchen alleine sein würden. Hiermit erhöhe ich den Preis für unser Unternehmen. Deponieren Sie das zusätzliche Geld in anderen toten Briefkasten. Ansonsten kommen wir persönlich vorbei und es zu holen. Naja. Diese Attentäter. Immer extra Kosten für alle Kleinigkeiten. Würde ich auch machen. Jetzt sind es noch zwei. Und bis zur letzten Mission habe ich noch Zeit. So. Tür auf. Darüber dashen. Dort hinten hin dashen. Und Tür schließen. So. Damit hätten wir die Mission eigentlich auch schon fast vorbei. Dann heißt es nur noch abhauen und das könnte etwas kniffligere Teil sein. Nein, nicht wirklich. Wie gesagt, ich mache hier einen Speedrun in der Hinsicht. Die Erklärung ist ich trinke kurz was. Einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage in Schmutz und Zucht verbringen, obdachlos und ohne Arbeit um Geld bettelnd, für das unser eins hart schuften muss. Und der Plan war einfach, die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan vom... Was für ein Arschloch. Anfangs. Doch die Ratten entwickelten ein Eigenleben. Versteckt. Ja, ihr könnt uns den ganzen Text anhören, aber ihr könnt euch den Rest denken. Das ist alles unter Kontrolle geraten und er hat nicht damit gerechnet. Und die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckte. Ich wusste, die Scheiße, wieder was, was ich nicht erwartet habe. Immer diese unerwarteten Situationen. Oh, jetzt bin ich einen anderen Weg gegangen als sonst. Schnell speichern. Ah, okay. Hier bin ich. Oh, den Weg kannte ich. Den habe ich auch mal versucht, aber bin immer abgekratzt. Okay, der jetzige Plan sieht so aus. Wie ein Schatten hier einfach vorbeischleichen. Übernehmen und auf die Mauer hüpfen und ins Wasser versuchen zu landen. Das hat ja fast geklappt. Das war noch ein klitzekleines bisschen. Er hat's nicht gespeichert. Wirklich? Hat einen Schnellspeicher gemacht. Wo hat er denn bitte schon den automatischen Speicher gemacht?
Oh, das ist okay. Das ist vollkommen okay so. Jetzt machen wir dasselbe wieder von vorne. Lalalala. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm gewesen jetzt. Aber dass er jetzt nicht schnell gespeichert hat, hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe gedacht, nein. Ja gut, ich habe jetzt nicht wirklich so viel gemacht, aber... Allein die Tatsache, dass das Ding nicht gespeichert hat, hat mich ein bisschen schockiert. Okay. Zeit. Dann ja. Warum? Gott. Jetzt muss ich wirklich vorsichtig. You spin my right round, really right round, my global was right round. You spin my global right round. This time has come. Mal gucken. Jetzt sind hier noch überhaupt keine. Da ich denn dann diese Schlüssel nicht habe, kann ich auch nicht unten raus, was mir die Sache erleichtern würde. Scheiße. Jetzt ganz ehrlich, jetzt läuft das hier an. Das ganze Let's Play läuft ganz anders, als ich es beim ersten Mal durchgespielt habe. Weil beim ersten Cut ist auch kein Schlüssel. Ich weiß nicht, wo ich ihn liegen gelassen habe. Und dann dahin. Und dann dahin. Und dann gehen wir hier lang. Und sind bei der Ausgangsposition von Champion. So, und jetzt warten wir. Und wir speichern. Gut. Der Plan sieht genauso aus wie vorher. Ich mag einfach diese extrem schnellen Abgänge. Verdammt. Bitte, 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 bitte. Ja, die Mission ist vorbei. Das war ja doch gar nicht so schlimm. Ich habe für diese Mission wieder mal eine Stunde gebraucht, fast. Wie auch immer, ich hatte überhaupt keine Mission genauso, wie ich sie mir plane. Wisst ihr was? Wenn ich das Let's Play vorbei habe, mache ich vielleicht noch ein oder zwei extra Videos, wo ich dann noch zeige, wo die ganzen Sachen sind. Aber nur vielleicht. Nach Lust. Mal gucken. Ist alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Houndpitz-Pub? Aber immer, Junge. Kumpel. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. Warum hat er sich bei mir bedankt? Dafür, dass ich den Kerl nicht getötet habe? Wow, niemanden getötet, plus und Geist nicht, und ein Geist zu sein. Die Korruption des Lord-Reganten öffentlich gemacht. Ja, man sieht, ich habe absolut nichts gemacht. Ich wollte auch machen, dass das Let's Play ist ja eigentlich alles holen und so, aber
Das war, als ich noch gedacht habe, dass ich Dragon Quest 5 alles nochmal nachspielen muss. Jetzt kann ich Dragon Quest 5 weitermachen und ich habe total Bock darauf, aber ich will dieses Let's Play erstmal zu Ende machen, sonst fällt es wieder auf die Liste der... Ich mach die irgendwann noch. Große Veränderungen machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Hm. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Ja. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corvo. Sagen wir es mal so. Geld werde ich nicht mehr brauchen. Gibt's neues Herz? Hier eine neue Rune. Jeder sagt, du hast was Gutes getan. Hallo, Emily. Ich habe ein Herz in der Hand. Es ist das Herz des Lord Regenten, wenn ihr es wissen wollt. Okay, die Katze nehmen wir uns noch. Hat es geschafft. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die Tyrannei ist vorbei. Morgen, ey, komm, Koro, nichts trinken. Trinken ist ungesund. Danach. Das Ding ist braun. Bitte, Koro, nicht trinken. Ich wünschte, es gäbe eine richtige Stadt zu regieren. Der Großteil von Dunwar sind Ratten und Leichen. Der Admiral hat recht. Corvo, Sie haben gute Arbeit gemacht. Wir haben untätig zugesehen. Unsere Arbeit beginnt morgen. Ruhen Sie sich heute Abend aus. Morgen krönen wir eine Kaiserin. Ja, ja. Auf Corvo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin. Ey, das Zeug ist braun. Corvo, nicht trinken. Das Ding sieht irgendwie ziemlich ekelig aus. So schlammig. Sie braucht höhere Mathematik. Hofprotokoll und natürlich Cosmo. Ich werde dieses dunkle Tod. Ja, können wir da jetzt auch reingehen und schlafen? Na toll, bis gleich. Okay, weiter geht's. Ja, ich könnte jetzt noch einiges machen, aber brauche ich echt nicht. Das werdet ihr nämlich gleich sehen, wieso. Obwohl. Das Bild ist da so verwackelt ein bisschen. Soll ich etwas für Sie zusammenbauen? Nein, du sollst es für mich zusammenbrauen. Das ist die wichtigste Zutat, das wichtigste Item für mich ist das. Ich benutze, ich könnte euch noch das böse Ende zeigen. Später, aber, das hat Zeit. Erstmal bringe ich dann Dragon Quest 5 zu Ende, weil, ach Gott, das Spiel... Seht ihr? Das Bild verwackelt. So. Leben wir... Sag ich doch, Corvo, trink diese braune Brühe nicht. Es war mit Ecstasy gemischt und Schlafmittel. Vorsicht, jetzt wirst du vergewaltigt. Ja, sie wirken, als hätten sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Mama! Ich glaube, Corvo ist von uns. Samuel! Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Ihr feiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lord Regenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Verrat! Samuel! Samuel! Wieso, Samuel? Ich habe dir vertraut! Samuel! Es tut mir wirklich leid, Corvo. Aber ich gab Ihnen nur die halbe Dosis. Sie haben mich überwacht, das war alles, was mir einfiel. Ich denke, Sie sind stark genug, um es zu überleben. Ich werde Sie auf ein Rettungsboot bringen und abhauen, bevor Sie erfahren, dass ich mich Ihnen widersetzt habe. Falsche Schlangen. Nach Erfüllung meiner Aufgabe hätten Sie mit mir das Gleiche gemacht. Ich hoffe, Sie wachen auf und finden einen Weg aus dieser verfluchten Stadt. Samuel, ich kann dich verstehen. Du hast nur das getan, was du tun musstest.
Ich vergebe dir. Dein Verrat ist der Verrat der drei. Okay, die drei stehen auf meiner Liste der Toten. Ach Gott, mir tut mein Schädel weh. Der war bei der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet. Tibianisches Zeug, das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Galt entscheiden. Ihr seid Attentäter, ihr Bastarde. Legt ihr mich hin? Was? So können die sich teleportieren? Geschwindig. Wieso ist hier überall Wasser? Total verdammt. So geht's mir besser. Was wollt ihr von mir? Dein Leben wird mir gehören. Leibwächter. Ich erkenne das Zeichen auf ihrer Hand. Ein Geschenk von ihrem Freund, der im Dunkeln zu ihnen spricht. Ich bring dich um. Er spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Mein Zeug! Es sind vier. Okay. Hier im Lande des Outsiders speichere ich. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Aber das mache ich nicht im Quicksilver, das mache ich richtig. So. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Dishonored, wie es weitergeht. Und ich freue mich auf Kommentare, wenn ich mal wieder recht bekomme. Tschüss. Weiter Tasse. Ja. Tschüss.